Kali Crew, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, ja? Ich war auf Instagram und habe da euch erzählt, dass ich jetzt Herbstvideos drehe. Und da haben mir so viele von euch geschrieben, dass ihr schon in Weihnachtsstimmung seid. Excuse me. Ich komme darauf gar nicht klar, weil bei mir ist es so, dass ich bis Halloween in Herbststimmung bin. 31. Oktober, ja? Und dann kommt der 1. November und ich bin in Christmas-Stimmung. Also im Oktober müsst ihr euch noch auf Herbstvideos einstellen und Herbst- und Halloween-Videos. Ich liebe es einfach, jede Jahreszeit so richtig zu zelebrieren und dafür halt DIYs zu machen und Deko und so in die Vibes reinzukommen. Aber ihr könnt doch nicht einfach in den Herbst überspringen. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, seid in Herbst- oder in Weihnachtsstimmung. Ich hoffe nach diesem Video in Herbststimmung. Denn heute machen wir ein paar richtig coole DIYs und Deko-Ideen. Bevor wir am Anfang erstmal eine Frage von euch, und zwar kommt sie von Cara M. Sie wollte wissen, hörst du Podcasts? Wenn ja, kannst du welche empfehlen? Um ehrlich zu sein, höre ich keine. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich brauche einfach dieses Visuelle dazu und deswegen liebe ich halt auch YouTube oder Instagram, weil man halt immer etwas sieht und da was doch dabei ist. Aber nur zuzuhören, ich bin da so 10 Minuten vielleicht dabei und dann trifft sich ab und lenkt mich mit irgendwas anderem ab und höre gar nicht mehr richtig zu. Deswegen, nee, ist nicht so mein Ding. Hört ihr welche? Schreibt es mal in die Kommentare und schreibt auch gerne dazu, welche eure Favorites sind, damit die anderen dann so ein bisschen vielleicht Inspo davon bekommen und ihr euch austauschen könnt. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los mit diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und los geht's! Hey du, abonnieren nicht vergessen! Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit einer DIY-Deko-Idee, die ich hauptsächlich aus den USA kenne. Da war ich ja okay nach dem Abi und in meiner Gastfamilie waren Doorhanger so ein richtiges Ding. Wir hatten das zu jeder Jahreszeit in meiner Tür, so ein Holzbrett, was irgendwie schön dekoriert war und auch meistens so einen Spruch drauf hatte. Und ich dachte mir, das könnte man auch voll gut so im Zimmer irgendwo aufhängen und natürlich perfekt selber machen. Und dafür braucht man auch echt gar nicht viel, außer ein Stück Holz. Ich habe jetzt einfach hier ein Brotbrettchen genommen. Ein rundes Stück Holz wird aber auch richtig cool aussehen. Gibt es ja auch überall beim Küchenbedarf so runde Pizzabretter. Und um das zu verschönern, gibt es verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Bänder. Dann natürlich passend zum Herbst Blätter. Kleine Zapfen hier, die findet ihr überall im Wald oder könnt sie auch kaufen. So, ich benutze jetzt erstmal meinen besten Freund, den Heißkleber, und werde dieses Brotzeit hier covern. Heißkleber an das Ende drauf und an das. Und dann benutze ich hier dieses gelb karierte Band. Ich finde alles, was irgendwie kariert ist, vor allem schwarz-weiß auch, ist immer irgendwie mega herbstlich. Nur so als Tipp. Genauso wie alles, was irgendwie nach Natur aussieht, also dieses Jute-mäßige hier, diese Bordüre, die finde ich auch richtig herbstlich. Deswegen klebe ich die jetzt da oben drauf. Aber so, dass man das Gelbe halt noch sieht. Allgemein könnt ihr hier eure Fantasie echt freien Lauf lassen. Also gestaltet es einfach so, wie ihr es am schönsten findet. Nehmt es hier gerne nur als Inspo. So, und die Bänder, die jetzt hier an der Seite noch überstehen, die klebe ich auf der Rückseite fest. Habt ihr eigentlich schon mal eine neue Fingernagelfarbe entdeckt? Ich habe braunen Nagellack drauf. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals schon mal so eine Farbe getragen habe. Sonst habe ich halt echt immer nur Pastellfarben, schwarz-weiß oder rot. Das ist einfach so ungewohnt, ich weiß auch nicht. Aber ich dachte mir jetzt im Herbst, ist es ganz cute. Schreibt mir gerne mal, wie ihr es findet. Hier oben drauf kommt jetzt das nächste Deko-Element und zwar die Blätter. Und allgemein ist es auch so ein Tipp, den ich immer wieder habe, einfach mehrere Sachen zu stapeln. Irgendwie finde ich, dass so ein Layering immer das Ganze noch mehr zusammenbringt und das DIY halt nach einem aussehen lässt, auch wenn man so viele verschiedene Sachen zusammenmixt. Und deswegen klebe ich auch die Zapfen dann direkt in die Mitte von den Blättern, sodass sie auch die Stiele überdecken und es eben noch eine Einheit aussieht. Jetzt fehlt nur noch die Schrift und da habe ich mir gedacht, wäre es richtig schön, Hello Fall drauf zu schreiben. Und hatte dann zufällig im Bastelshop so Kreativbuchstaben oder sowas hieß das gefunden. Das ist einfach nur Holz, das ich angesprayt habe, weil vorher war das braun und ich dachte mir, ich hätte es gern weiß, weil das Brett ja braun ist. Gibt es übrigens bei Teddy, falls ihr genau dasselbe wollt. Oder ihr schneidet es einfach aus Karton aus. Die Vorderseite so richtig schön weiß und dann die Rückseite sieht so aus. Upsi. Aber egal, die sieht man gleich nicht mehr, denn das klebe ich jetzt da drauf. Das Fall kann man natürlich selber frei zeichnen oder man wendet wieder den altbewährten Trick an und drückt es aus, schraffiert es auf der Rückseite mit Bleistift und dann legt man das Stück Papier auf die Oberfläche drauf, wo man es haben will und malt von oben einfach nochmal mit Bleistift nach. Und dann ist das DIY auch schon fast fertig. Jetzt muss man die Buchstaben nur noch ausmalen. Und ich nehme mir dazu verschiedene Herbstfarben, die sich halt auch in den Blättern widerspiegeln, damit das alles so richtig schön zusammenpasst. Mhm.
Et voilà, das hier ist das Endergebnis. Ich finde es so, so schön und halt mega herbstlich. Das kann man jetzt perfekt einfach irgendwo ins Regal stellen, als Deko oder auch auf der Rückseite noch Schnüre oder eine Kette befestigen, um es dann wirklich als Doorhanger auch zu benutzen oder halt irgendwo an die Wand zu hängen. Also man kann es wirklich super individuell gestalten und dass das halt vorher mal ein Brotbrettchen war, denkt dann wahrscheinlich auch keiner mehr. Honey, I'm a perfect 10. Der Kürbis gehört einfach zum Herbst mit dazu, wie Ketchup zu Pommes. Genauso. Deswegen darf er natürlich in einem DIY nicht fehlen. Und ich glaube, jeder von uns hat schon mal Kürbisse ausgeschnitzt. Aber jeder von uns hat wahrscheinlich auch schon mal festgestellt, dass es eine heftige Arbeit ist. Da braucht man Oberarmmuskeln und Durchhaltevermögen. Und deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch heute eine Art, euren Kürbis zu verschönern, bei dem man nichts schnitzen muss. Neben dem Kürbis braucht man dafür Acrylfarbe und zwar am besten eine in Mint, einen schwarzen Marker und so ein kleines Handtuch hier. Ich glaube, das hat jeder von uns irgendwo im Bad rumliegen. Daraus will ich jetzt aber keinen gruseligen Kürbis machen, der kommt dann in den Halloween-Videos. Der hier soll so ein bisschen Me-Time bekommen und dafür malen wir ihm jetzt zuerst das Gesicht auf. Also hier ein Auge. Und das zweite. Und natürlich noch den Mund. Meiner soll jetzt eine Lady werden, deswegen male ich noch ein paar Wimpern dazu, indem ich da einfach so kleine Striche wegmale, die so ein bisschen unterschiedlich lang auch alle sind. Aber in der Mitte hier am längsten. Darf ich vorstellen, das hier ist Susanne. Und die war in letzter Zeit ein bisschen gestresst, deswegen bekommt sie eine Face Mask. Dafür brauchen wir jetzt die Acrylfarbe. Die trage ich mit so einem Pinsel hier jetzt einfach auf ihr Gesicht auf und lasse dabei natürlich die Partien um das Auge und um den Mund frei. Die Farbe muss auch gar nicht so perfekt aufgetragen sein und irgendwie mega einheitlich, weil wenn man es sich selber am Gesicht macht, dann benutzt man ja auch oft den Pinsel oder auch die Finger und da sieht man so die Streifen noch, wenn man was verteilt hat. An manchen Stellen ist es ein bisschen mehr, an manchen weniger. Also da kann man schon ein bisschen schneller so drüber gehen, muss es nicht so übelst perfekt machen. Soll ja echt aussehen. Nehmt euch eigentlich als auch so ein bisschen Me-Time, so ganz bewusst so einen Abend, wo man sagt, okay, jetzt mache ich nur was für mich, Face Mask, Haarmaske, baden gehen oder sowas. Ich finde sowas eigentlich mega wichtig, aber ich muss es auch ein bisschen öfter machen oder so ein bisschen konsequenter da sein. Weil ich glaube, das bringt einfach voll viel Erholung, gerade wenn man halt mega viel zu tun hat, wenn man sich dann einfach wieder ein bisschen mehr um sich kümmert, dann kommt man da viel energiegeladener wieder raus und dann kann man auch wieder besser durchstarten. Oh mein Gott, das sieht so echt und so lustig aus, oder? Eigentlich können wir es auch so schon stehen lassen, aber während die Farbe jetzt trocknet, will ich das Handtuch noch vorbereiten, weil ich glaube, es bringt nochmal so ein gewisses Etwas hier drauf. Damit will ich jetzt so einen kleinen Turban für sie machen. Lege das hier so vor mich und dann nehme ich eine Ecke hier rein und dann rolle ich das, sodass es halt eine Öffnung quasi größer ist als die andere. So, und die Seite hier, die größere, die werde ich jetzt auf diesen Stiel setzen. Und die kleinere dann so drüber hängen lassen. Ich muss zugeben, das ist der lustigste Kürbis, den ich jemals gesehen habe. Geht super einfach, mega schnell und ich denke, damit habt ihr auf jeden Fall eine sehr hübsche Deko für euer Zimmer. Oder ihr könnt eure Nachbarn überraschen, wenn ihr sowas vor der Tür stehen habt. Leute, auf dieses DIY habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut, denn ich habe sowas ähnliches schon mal gemacht und zwar in 2019. Das war damals ein IKEA-Hacks-Video und diese Fußmatte hat mir einfach so gut gefallen, dass sie seither vor unserer Haustür liegt. Irgendwie finde ich es halt so mega schön, wenn man nach Hause kommt, ein bisschen persönlicher begrüßt wird und nicht so eine Standard-Fußmatte da liegen hat und einfach weiß, man hat es selber gemacht. Also so geht es mir eigentlich bei all meinen DIYs, dann sind selbst die kleinsten Dinge einfach so viel wertvoller und besonderer. Sogar eine Fußmatte, deswegen probiert das unbedingt aus. Dafür braucht man auch nicht viel, außer einer Fußmatte. Die habe ich jetzt im Baumarkt gekauft. Die hat außenrum hier schon so einen schwarzen Rand, den ich halt richtig cute finde. Kann man natürlich auch ohne kaufen oder einfach selber drauf machen. Und zwar mit dem nächsten Schritt, beziehungsweise Equipmentstück, und zwar der Acrylfarbe. Damit habe ich auch die letzte Fußmatte gemacht und es hält wirklich immer noch bombenfest. Zum Auftragen braucht man natürlich einen Pinsel. Und da dürfte ich keinen nehmen, der irgendwie so fluffig ist, mit dem man vielleicht Wasserfarben malen würde, sondern eher einen borstigen. Sowas hier. Und bevor es dann losgehen kann, muss man sich nur noch irgendein schönes, herbstliches Motiv überlegen. Da wären meine Vorschläge, wenn dann Hello Fall, so ganz klassisch. Hey there Pumpkin, einfach nur Boo, passend zu Halloween. Oder etwas, was man auch richtig gut freihändig zeichnen kann, was super einfach ist. Und zwar kleine, süße Geister. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch jede andere Farbe nehmen, aber ich dachte mir, schwarz passt halt perfekt zu einem Rand außen herum und das sieht dann irgendwie so aus, als wäre das reingebrannt und den Look finde ich irgendwie richtig cool.
So, legen wir los mit den Geistern. Da habe ich immer zwei verschiedene Formen genommen. Das eine ist wie so ein U, verkehrt herum und unten Wellenlinien. Und beim anderen Geister habe ich jeweils noch so zwei Arme dran gemalt und nach unten hin die Form spitzer gemacht. Und dann würde ich euch empfehlen, nicht alle so gerade nach oben zu malen, sondern die so ein bisschen nach rechts oder links zu neigen. Manche fliegen auch nach unten und welche so über den Bildrand hinaus. Das heißt, oben sieht man vielleicht nur den Kopf oder unten nur das Ende vom Körper. Nennt man das überhaupt Körper bei einem Geist? I don't know. Aber so sieht das Ganze halt ein bisschen dynamischer aus und als würden die alle so am rumfliegen. Oh, wie cute! So gefällt mir mein Design auf jeden Fall schon perfekt. Deswegen geht es jetzt nur noch ans Trocknen, solange die Acrylfarbe eben nicht mehr feucht ist. Und dann schauen wir uns das Ergebnis mal vor der Haustür an. Et voilà, hier haben wir meine neue Fußmatte. Leute, ich lieb's. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr sie findet. Aber ich finde auch, dass man gar nicht so sieht, dass sie selber gemacht ist, weil es schwarz einfach so aussieht, als wäre das eben so fertig reingedruckt. Vielleicht mache ich jetzt jedes Mal für jede Jahreszeit eine neue. Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass jede von meinen Freundinnen zu Hause ein Letterboard hat in ihrem Zimmer, aber ich selber habe keins. Hallo, warum nicht? Irgendwie ist der Trend ein bisschen an mir vorbeigegangen. Oder ich habe die immer gesehen und schön gefunden, aber hatte noch nie selber halt eins. Bis jetzt. Ich habe hier das auf Amazon gefunden. Ich finde das übelst schön. Ich feiere es jetzt schon, weil man damit halt immer perfekt irgendwie einen Spruch draufschreiben kann. Habt ihr auch eins? Dann könnt ihr ja direkt damit anfangen. Und ansonsten verlinke ich euch das in der Infobox. Das ist nämlich ziemlich cool, finde ich, weil da nicht nur weiße Buchstaben dabei sind, sondern auch hier welche in Gold. Sieht sehr fancy aus. Oder in Silber. Und es sind auch nicht nur Buchstaben, sondern hier sind auch noch zum Beispiel andere Symbole mit dabei. Das Ding ist nur, die sind alle noch auf ihren Gittern drauf. Und bevor wir anfangen können, muss ich die erstmal alle da runterbekommen. Das wird eine Weile dauern. Ein paar Stunden später war ich dann fertig. Ich habe tatsächlich nicht alle ausgestanzt, weil es einfach sehr lange gedauert hat. Aber es hat sich gelohnt, weil dieses Letterboard ist so cool. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zum Muster. Ich wollte auch hier wieder einen Geist machen und das geht super einfach, indem ihr euch vor allem so runde Buchstaben nehmt. Das heißt O, G, D oder B, die sind alle gut. Und für unten dann M, B und Ns, damit man so Wellenlinien unten quasi bilden kann. Und die runden Buchstaben, die braucht man, damit quasi der Körper an sich komplett ausgefüllt ist, weil so ein I zum Beispiel ist einfach zu dünn, beziehungsweise mit denen kann man auch gut diese Löcher zwischendurch füllen, aber ja, ihr wisst, was ich meine, die Buchstaben eignen sich halt besonders gut dafür. Oben dann einfach zwei Löcher lassen für die Augen und dann hatte ich ja bei meinem Set noch diese goldenen Buchstaben mit dabei und ich dachte mir, mit denen kann man dann perfekt noch ein Bu schreiben und damit ist dieses kleine DIY auch schon fertig. Das sieht einfach so, so cool aus und ich glaube, ich werde jetzt halt super oft hier die Sprüche auswechseln oder immer wieder so, euch so eine kleine Inspo dazu geben. Deswegen schaut super gerne mal in die Infobox, da habe ich euch das verlinkt. Ich finde es richtig, richtig schön. Honey, I'm a perfect ten. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Girlanden ich in meinem ganzen Leben schon gemacht habe. Es sind einige. Zum Beispiel mal mit Polaroids, mit Herbstblättern, mit Christbaumkugeln, einfach nur mit Papierkreisen, mit Pompoms. Und heute kommt wieder eine neue mit dazu, weil ich finde, dass Girlanden einfach eine super schöne Deko-Idee sind, was man perfekt übers Bett hängen kann oder übers Sofa. Hier im Hintergrund waren ja auch schon einige. Dafür war ich im Bastelshop und habe mir solche Holzkugeln geholt. Die sind auch wieder in Naturoptik belassen, was ich halt mega herbstlich finde. Und dann noch hier solche Kürbisse. Die sind aus Styropor. Und da habe ich jetzt im Vorfeld einfach schon mal ein Loch durchgebohrt, weil da dann gleich der Faden durchkommt. Dazu würde so eine Paketschnur perfekt passen und die fähle ich jetzt mal hier auf eine Nadel auf. Zack, und damit kann man es gleich viel besser aufnehmen. Kleiner Lifehack, damit am anderen Ende dann keine Perlen rausrutschen. Da könnt ihr euch so eine dickere Klammer nehmen und die einfach da hinten befestigen als kleiner Stopper, damit man nicht hier vorne einfädelt und hinten muss dann und alles war umsonst. Das besonders coole hierbei ist halt, dass es kein richtig und kein falsch gibt. Also egal, wie man es auffädelt, es wird sicherlich immer schön aussehen. Aber ich habe jetzt hier immer 5 Holzkugeln genommen, dann einen Kürbis, dann wieder 5 Holzkugeln und 3 Kürbisse. Und dann das gleiche nochmal von vorne wiederholt für 2 oder 3 Mal, bis die Schnur halt voll war. Und irgendwie fand ich so diese Abwechslung halt richtig, richtig cool. Aber genau, schaltet es einfach so, wie ihr es am schönsten findet. Irgendwie mag ich die Kombi aus dem knalligen Orange und dann dem Holzfarben total. Da können wir zum Beispiel auch stattdessen irgendwelche Blätter benutzen oder Sonnenblumen. Irgendwas Buntes halt und dann eben das Neutrale dazu. Das finde ich richtig hübsch. Bevor wir die jetzt aufhängen, wollte ich noch eine zweite machen, weil auch da will ich so ein Layering zum ersten Mal ausprobieren. Also so 2 Girlanden übereinander. Und dafür könnt ihr euch einfach hier Wolle nehmen. Beziehungsweise das ist keine Schafswolle, sondern ich nehme da immer 100% Polyacryl.
Jetzt die Qual der Wahl. Was für eine Farbkombination. Ich glaube, ich will 4 verschiedene. Die sind auch mega schön, aber ich glaube, die sind mir dann ein bisschen zu knallig. Also nehme ich die 4 hier. Daraus machen wir jetzt kleine Geister und es geht mega einfach, indem man sich irgendwie einen Karton oder sowas nimmt. Geht auch mit der Hand, aber das ist angenehmer. Und darum wickelt man nämlich dann den Faden auf. Also so hier drauflegen und dann einfach einwickeln. Da würde ich euch so circa 50 Mal empfehlen. Wickelt es aber nicht zu straff, weil sonst bekommt man es im nächsten Schritt nicht mehr richtig runter. Also hier einfach vorsichtig drüber ziehen. Zack. Und dann nehmt ihr euch nochmal von dem gleichen Faden 2 Stücke. So circa 20 cm lang. Und mit dem ersten geht man jetzt durch diese Schlaufe durch. Also da rein, andere Seite wieder raus. Und dann hängt es so hier drauf und man macht oben 2, 3 feste Knoten. Die Schnur dann weiter gut festhalten und auf der anderen Seite die ganzen Fäden aufschneiden. Und damit das hier jetzt zu einem Geist wird, muss man mit der zweiten Schnur den Kopf hier oben so abbinden. Falls ihr zu Hause aber Pompoms habt, dann nehmt euch da auf jeden Fall einen und gebt den einfach so in diese Fäden noch zwischen rein. Hier reinlegen und dann wieder mit den Fäden bedecken und dann den Faden drumherum. Dadurch wird nämlich der Kopf richtig schön fest und prall und halt auch wirklich richtig rund. Ist kein Muss, aber ein kleiner Bastelhack. Und das wiederholt man dann so oft man möchte. Ich habe da mal was Kleines vorbereitet. Das hier sind jetzt meine ganzen Geister. Aber die brauchen natürlich noch ihre Gesichter. Schnappt euch dafür einfach schwarzes Moosgummi und einen Locher, weil damit könnt ihr perfekt die ganzen Münder und Augen einfach ausstanzen. Tada! Jetzt nur noch aufkleben. Ich benutze wie immer Heißkleber dazu. Und dann die ganzen Geister an einer Schnur wieder befestigen und das Ganze aufhängen. So, ich hoffe, ihr seid alle in Herbststimmung. Wenn ja, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben für das Video da. Das hilft mir immer super viel weiter. Und klickt euch jetzt super gerne in die Infobox. Da findet ihr den Link zu meinem Buch, meinem DIY-Buch Dream and Create zum Vorbestellen. Es kommt am 3. November raus und am 5. November könnt ihr mich in Stuttgart bei meinem Meet and Greet treffen. Auch dazu alle Infos in der Infobox. Schaut auch super gerne bei mir auf Instagram vorbei. Da poste ich nämlich jeden Tag was. Und ansonsten sehen wir uns hier in meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut, Leute!